Meine Lieben, heute werde ich mal ein Thema mit euch ansprechen, und zwar der Halbmond und Mondgott in der arabisch-islamischen Welt. Was bedeutet eigentlich auf Arabisch das Wort Halbmond? Das wollen wir ja mal gerne wissen. Man kann ja es einfach googeln mit dem Google-Übersetzer, und dann stellt man fest, dass das Wort Halbmond Al-Hilal bedeutet. Man kann das ja auch anhören, das Wort Al-Hilal. Hier ist das Wort Al-Hilal. So, welche Bedeutung hat eigentlich dieser Halbmond Al-Hilal in der arabischen Sprache, und zwar in den arabischen Duden? Ja, also in den Wörterbüchern der arabischen Sprache, Arabisch, Wörterbuch. Ich habe ja 5 arabische Wörterbücher untersucht, um nach dem Wort Hilal zu suchen. Erstmal habe ich das erste, und zwar Al-Kamus Al-Muhit. Den hier, das habe ich ja untersucht, um zu sehen, was das bedeutet, das Wort Hilal. Ich habe drin folgendermaßen das festgestellt. So, und zwar, das Wort Al-Hilal, das hier, bedeutet, hier steht das Al-Hayya, ja, Al-Hayya aw-Dhakar Minha. Das bedeutet die Schlange oder die männliche Schlange. Das zweite Duden auf der arabischen Sprache nennt sich Al-Muhit. Al-Mu'jam Al-Muhit. Ja, das ist ein Buch, was ich mir runtergeladen habe. Und dann stelle ich auch das gleiche fest. Hier steht Al-Hilal Al-Hayya Al-Dhakar. Auf Deutsch heißt das Al-Hilal, die männliche Schlange. Das dritte Buch, wo ich das untersucht habe, war Lisan Al-Arab. Lisan Al-Arab bedeutet die Sprache, die Zunge der Araber. Drin habe ich eben nach dem Wort Al-Hilal gesucht und stelle ich fest, hier steht es ganz genau, Al-Hilal Al-Hayya Makan. Warte mal, ich mache mal ein Kreuzchen dran. Oder ein, also hier steht es, Al-Hilal, Hilal bedeutet Schlange. Oder noch besser, hier steht Huwa al-Dhakar min al-Hayat, das heißt die männliche Schlange. Das vierte Buch, arabische Duden, Wörterbuch, arabisch, nennt sich Maqayis al-Lugha. Suche ich nach dem Wort Al-Hilal. Al-Hilal haben wir gesucht, wir finden folgendes, das gleiche. Hilal bedeutet Schlange. Auf Arabisch nennt sich das Darbun min al-Hayat. Also die Schlange. Das fünfte Buch, arabische Duden, Wörterbuch, arabisch, nennt sich As-Sihah fil-Lugha. As-Sihah fil-Lugha. Und er spricht auch von Hilal und bedeutet die Schlange. Hier ist das Wort die Schlange. So, es ist eine Feststellung, dass alle arabischen Duden immer die gleiche Sprache sprechen und die besagen, dass Hilal, Halbmond, die Schlange ist. So, was hat das eigentlich mit dem Wort Allah oder mit dem Namen Allah zu tun auf Arabisch? Also wir müssen erstmal untersuchen, was Allah bedeutet. Am Anfang habe ich das Wort La untersucht. Das war das Wort La untersucht, und zwar in Maqayis al-Lugha. Und hier steht La ist der Name von Allah.
So hieß Allah Lah, der Name von Allah. Aber wir suchen das Wort Allah selbst, und zwar in Lisan al-Arab, in der Zunge der Araber. So stellen wir fest, dass der Name Allah ursprünglich heißt es erstmal Ilah, und dann von dem Ilah kam ihm das Wort Al-Ilah, das ist das hier, und danach haben die das geändert auf Allah. Das ist das Wort hier, Allah, und dann wurde das geändert auf das Wort Allah, das ist diese gelbe da. Der Ursprung ist, war La, ja, das Ursprung war La, und dann hier heißt es Ilah, und von davon kam es Al-Ilah, dann Allah, und da kam das Wort Allah. Ja, und was bedeutet das ja weiter? Interessant, wenn man weitergeht, steht sehr wichtige Sache dabei. Und zwar, hier steht es, Wal ilaha al hayya al azima wa hiya al hilal. Und die Ilaha, die mächtige Schlange Al-Hilal. Also das Wort Allah ursprünglich kommt von die Schlange, die mächtige Schlange. So haben wir jetzt mal den Namen Allah eigentlich schon mal herausgefunden, woher das kommt und was das eben mit dem Halbmond zu tun hat. So, Funde in der arabischen Halbinsel von Allah. Machen wir mal das Bild vielleicht ein bisschen größer. So, hier ist es der Halbmond mit dem Stern oder die beiden Hörner als Name von dem Mondgott von Allah. Ein anderes Bild ist das hier. Die beten hier den Halbmond mit dem Stern. Also, hier ist der Halbmond, hier ist der Halbmond und da ist dann eben dieser Stern. Zusammen ist das Allah zusammen. Ein drittes Bild ist das gleiche, da haben wir wieder mal tatsächlich dieser Halbmond und tatsächlich auch diesen Stern. So. Was hat das Ganze eben mit Allah zu tun? Benutzen die Araber irgendwie dieser Halbmond mit dem Stern? Schauen wir mal die Flaggen in der islamischen Welt. Aserbaidschan. Halbmond mit Schlange. Malaysia. Halbmond mit Stern. Mauretanien, Halbmond mit Stern. Pakistan, Halbmond mit Stern. Flagge der Sahara, Halbmond mit Stern. Türkei, Halbmond mit Stern. Tunesien, das Rote, Halbmond mit Stern. Also. So stellen wir fest, dass die islamische Welt glaubt an einen Allah, und dieser Name Allah ist Al-Hilal, der Halbmond, und wir haben festgestellt, dass Al-Hilal die Schlange bedeutet und dass der Name Allah die Urschlange ist. So, vielen Dank für das Zuhören, bis zum nächsten Mal.